Lup. Squire Trelawney, Dr. Livesey und die anderen Gentlemen haben mich gebeten, die Ereignisse auf der Schatzinsel niederzuschreiben. Ich soll über alle Einzelheiten berichten. Und dabei nichts verschweigen. Nichts. Außer die genaue Lage der Insel. Weil sich dort noch immer ungehobene Schätze befinden. So ergreife ich denn die Feder und versetze mich zurück in die Zeit, als der sonnengebräunte alte Seemann mit der Säbelnarbe im Gesicht sein Quartier unter unserem Dach aufschlug. Jim fuhr zusammen, als die Tür des Admiral Benbow aufschwang. Im Türrahmen erschien eine hochgewachsene Gestalt. Hinter ihr zuckten Blitze über den nächtlichen Himmel. Dann trat sie ins Gasthaus. 15 Mann auf des toten Manns Kiste. Joho-ho. Und ne Buddel voll Rum. Sauf und du stehst auf des Teufels Liste. Joho-ho. Und ne Buddel voll Rum. Mit schweren Schritten kam ein kräftiger, breitschultriger Mann auf Jim zu. Sein teeriger Zopf fiel ihm auf die Schultern seines schmutzigen blauen Rockes. In seinen schwieligen, rissigen Händen mit abgebrochenen schwarzen Fingernägeln trug er eine Seemannskiste und der Säbelhieb quer über seine Wange war von einem fahlen Weiß. Jim rührte sich nicht. Was glotzt du so, Junge? Bring mir rum! Ja, Sir. Eine nette Bucht habt ihr hier. Und eine gute Lage für eine Schenke. Viel Kundschaft? Nein, Sir. Leider nicht. So. Ja, dann ist das der richtige Platz für mich. Bring meine Kiste nach oben. Ich werde eine Weile hier bleiben. Ich bin ein einfacher Mann. Rum und Eier mit Speck. Mehr brauche ich nicht. Und die Klippe da draußen, um die Schiffe zu beobachten. Ja, Sir. Wie heißt du, Junge? Jim. Jim Hawkins. Jim? Du kannst mich Captain nennen. Die Schatzinsel. Der Captain war ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag lungerte er in der Bucht oder auf den Klippen herum und sah durch sein Messingfernrohr über See und Strand. Ja.
Den ganzen Abend saß er in einer Ecke der Schankstube, ganz dicht am Feuer und trank Rum und Wasser. Jim? Junge! Heute sind nicht zufällig Seeleute über die Landstraße vorübergekommen? Nicht, dass ich wüsste. Pass auf, Jim. Ich geb dir jeden Monat einen von denen hier. Ich meine... Das Einzige, was du dafür tun musst, ist, deine Augen offen zu halten. Und wenn du einen Seemann siehst, der nur ein Bein hat, dann gibst du mir augenblicklich Bescheid. Das ist alles. Was ist? Wie dieser Seemann mich in meinen Träumen verfolgte, brauche ich kaum zu sagen. In stürmischen Nächten, wenn der Wind die vier Wände unseres Hauses schüttelte und die Brandung in der Bucht gegen die Klippen donnerte, sah ich ihn in tausend Gestalten und mit tausend teuflischen Gesichtern. An manchen Abenden trank der Käpt'n mehr, als sein Kopf vertragen konnte. Dann erzählte er fürchterliche Geschichten vom Henken oder über die Planke gehen lassen oder sang seine alten Seemannslieder und zwang die zitternde Gesellschaft im Chor mit einzustimmen. Hey, was ist? 15 Mann auf des Totenmanns Kiste. Joho, und ne Buddel voll rum. Sauf und du stehst auf des Teufels Liste. Joho, und ne Buddel voll rum. Ja, so ist recht. Der richtet uns noch zugrunde. Glaubst du, die Leute kommen her, um sich anschnauzen zu lassen? Mom, ein paar von ihnen bewundern den Kerl sogar. Sie nennen ihn einen echten Seehund und so. Mehr rum, Jim! Dr. Livesey. Ich sehe, ihr habt einen trinkfesten Gast, Mrs. Hawkins. Ja, trinkfest. Und redselig. Wie geht es meinem Mann? Es sieht nicht gut aus. Um ehrlich zu sein. Nur zu, Doktor. Ich verkrafte die Wahrheit. Er wird die nächste Woche wohl nicht mehr leben. Es tut mir leid, Mrs. Hawkins. Ruhe unter Deck! Sagte der etwas zu mir, Sir? Allerdings! Ich habe gesagt, dass du dein verdammtes Maul halten sollst! Und ich habe euch nur eines zu sagen. Wenn ihr mit der Trinkerei so weitermacht, wird die Welt bald von einem dreckigen Schuft befreit sein. Wenn ihr nicht augenblicklich das Messer zurück in die Tasche steckt, und ich gebe euch mein Wort darauf, hängt ihr am Galgen. Ihre Blicke kreuzten sich. Dann gab der Käpt'n klein bei, steckte seine Waffe ein und setzte sich wieder an den Tisch. Ich werde euch im Auge behalten. Ich bin nicht nur Arzt, sondern auch Beamter. Doktor! Ach du lieber Gott, Jim! Heb seinen Kopf hoch! Ist er verwundet? Der ist nicht mehr verwundet als du oder ich. Der Mann hatte einen Schlaganfall. Dr. Livesey riss den Ärmel des Käpt'ns auf und entblößte dessen sehnigen Arm. Mehrere Tätowierungen erschienen auf der faltigen Haut. Ein Bild von einem Mann, der an einem Galgen baumelte, und ein Schriftzug. Billy Bones Liebchen. Was machen wir denn jetzt? Ihr geht hoch zu eurem Gatten, Mrs. Hawkins, und du besorgst mir sofort eine Waschschüssel. Ja. Fürchtest du dich vor Blut, Jim? Nein, Sir. Gut, dann halt mir die Schüssel. Ein
Eine Menge Blut wurde abgezapft, ehe der Käpt'n die Augen aufschlug. Wo ist er? Psst! Ihr müsst liegen bleiben. Er ist 15 Mann auf des Totenmanns Kiste. Sir, beruhigt euch. Ihr hattet einen Schlaganfall. Einen? Mr. Bones. So weiß ich nicht. Wie dem auch sei. Rum. Jim. Bring mir rum. Nein, Sir. Ich sagte doch bereits, ihr dürft jetzt nichts weiter trinken. Jim! Ich fürchte, ihr verkennt den Ernst der Lage. Ein Glas Rum wird euch nicht umbringen. Aber wenn ihr ein Glas trinkt, so werdet ihr noch ein Glas nehmen und noch eins und noch eins. Ich setze meine Perücke zum Pfande. Wenn ihr das Trinken nicht ganz aufgebt, so werdet ihr sterben. Versteht ihr? Dahinscheiden, eingehen, krepieren. Und nun versucht mal aufzustehen. Ich werde euch zu Bett bringen. Und denkt daran, ich wasche meine Hände in Unschuld. Rum bedeutet für euch den Tod. Gegen Mittag brachte Jim dem Käpt'n einige kühle Getränke und seine Medizinflaschen. Er lag noch immer so da, wie sie ihn am Tag zuvor verlassen hatten. Oh, Jim. Ich war immer gut zu dir, oder, Jim? Mir geht es verdammt schlecht. Bringst du mir ein einziges Schlückchen rum? Das tust du doch, mein Junge, nicht wahr? Sir, ich glaube, der Doktor... Der Doktor! Zum Teufel mit dem Doktor! Doktoren sind alle Schwätzer. Ich bin an Stellen gewesen, da war es so heiß wie in der Hölle. Meine Kameraden krepierten wie die Fliegen am gelben Jack und die Erde bebte wie Wellen bei der Flut. Das weiß so ein Doktor von Seeleuten. Sieh mal, wie die Finger zittern, Jim. Ich kann sie nicht stillhalten. Ich kann's einfach nicht. Wenn ich nicht einen Schluck rumkriege, dann... Jim, ich sah schon den alten Flinter in der Ecke sitzen. Der Doktor hat auch gesagt, ein einziges Glas kann nicht schaden. Bitte, Jim... Ich gebe dir ein Goldstück für einen Schluck. Ich brauche euer Geld nicht. Bezahlt einfach, was ihr meinem Vater schuldig seid. Ich bringe euch ein Glas, aber mehr nicht. Ach, schon besser. Schon viel, viel besser. Und... Hat dir der alte Quacksalber gesagt, wie lange ich hier in dieser alten Klappe liegen muss? Mindestens eine Woche. Eine Woche? Das geht nicht! Die Schweinehunde sind schon dabei, mir den Wind abzufangen. Nur weil sie nicht sparsam mit dem umgehen konnten, was sie gekriegt haben. Aber vor denen habe ich keine Angst. Ich werde noch ein Segel aufrichten, mein Junge, und sie können mir nachpfeifen. Vorsicht! Dieser Doktor hat mich fertig gemacht. Pass auf, Jim. Wenn Sie mir etwas geben, merkt dir gut, was ich dir jetzt sage. Sie sind hinter meiner Kiste her. Kannst du reiten, Junge? Ja, Sir. Dann setz dich auf ein Pferd und reite so schnell du kannst zum Doktor, dem alten Schwätzer. Er soll alle Mann an Deck pfeifen. Behörden und solches Zeug. Er soll sich längsseits von Admiral Benbow legen und er wird die ganze Mannschaft des alten Flint fangen. Groß und klein. Alles, was davon übrig ist. Ich war sein erster Steuermann, Jim. Der erste Steuermann vom alten Flint. Ich
Ich bin der Einzige, der die Stelle kennt. Er gab sie mir in Savannah, als er im Sterben lag. So wie ich jetzt. Du darfst es nicht melden, bis sie mir den schwarzen Fleck gegeben haben. Oder bevor du den Einbeinigen siehst. Was ist der schwarze Fleck? Ist eine Aufforderung. Ich werde es dir erklären, wenn sie damit kommen. Noch am selben Abend starb Jims Vater. Die Trauer, die Anordnung für das Begräbnis und die Beileidsbekundung der Nachbarn vertrieben die Geschichte des Kapitäns aus Jims Gedanken. Mom? Jim! Was machst du? Ich weiß es doch auch nicht. Mom. Was haben wir denn für eine Wahl? Wir werden den Benbow verkaufen müssen. Und so schenkten sie dem alten Seemann auch keine Beachtung, als er die Treppe herunterkam, seine Mahlzeit wie gewohnt einnahm und noch mehr rumtrank als sonst. So. Er schien immer schwächer zu werden. Dennoch ging er selbst in den Zapfraum und bediente sich dort. Dabei hielt er sich an den Wänden fest, um nicht zu stürzen. Jim stand draußen und blickte voller trauriger Gedanken an seinen Vater über die nebelige Bucht. In den kalten Schwaden sah er auf einmal einen Mann langsam auf der Straße näher kommen. Sein Rücken war gekrümmt und er trug einen alten, zerfetzten Matrosenmantel mit einer Kapuze. Nie zuvor hatte Jim eine so furchteinflößende Gestalt gesehen. Vor dem Gasthof blieb er stehen. Hier steht ein armer, blinder Mann, der sein kostbares Augenlicht bei der Verteidigung seines Vaterlandes verloren hat. Gibt es hier einen freundlichen Menschen, der ihm sagen könnte, in welcher Gegend des Landes er wohl in diesem Augenblick sein mag? Seid mein Admiral Benbow, in der Bucht von Black Hills, Sir. Ich höre eine Stimme, eine junge Stimme. Wollt ihr mir eure Hand geben, mein lieber junger Freund, und mich hineinführen? Jim streckte seine Hand aus. Nun, mein Junge, bring mich zum Captain. Auf mein Wort, das wage ich nicht. Ach so? Jim versuchte, sich loszureißen, doch der schreckliche, augenlose Mann umklammerte seinen Arm wie einen Schraubstock. Führst mich sofort hinein, oder ich breche dir deinen Arm. Lauf! Und ihm blieb nichts anderes übrig, als den Blinden geradewegs in die Schankstube zu führen, wo der Captain an einem der Tische saß. Billy! Na, Bill, bleib doch sitzen. Auch wenn ich dich nicht sehen kann, ich kann alles hören, was du tust. Geschäft ist Geschäft. Bill, gib mir deine linke Hand. Junge, bring sie in die Nähe meiner rechten. Gut so. Na, also, abgemacht. Captain. Mom. Mom. Es ist merkwürdig. Gewiss hatte Jim diesen Mann niemals geliebt, auch wenn er ihm in den letzten Tagen leid getan hatte. Doch als er sah, dass er tot war, brach er in Tränen aus. Jim berichtete seiner Mutter alles, was der Captain ihm erzählt hatte. Der Leichnam lag noch immer auf dem Fußboden der Schankstube.
Sie verriegelten die Tür, ließen die Vorhänge hinunter und Jim ging neben dem Captain auf die Knie. Vorsichtig hob er den Gegenstand auf, den der Blinde dem Captain in die Hand gelegt hatte. Was ist es? Ein Stück Papier, glaube ich. Und? Was steht drauf? Nichts. Sieh mal. Geschwärzt. Glaubst du, das ist... Der Fleck, von dem er erzählt hat. Er sagt, es sei eine Art Aufforderung. Nein. Ein Todesurteil, Jim. Aber warum? Das weiß Gott allein. Sie werden herkommen, um ihn zu holen. Piraten, um Gottes Willen. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier weg, so schnell es geht. Und der Benbow? Wir bleiben keine Sekunde länger hier, Jim. Wir nehmen etwas Geld mit und verschwinden. Wir hätten diesen Schuft nie bei uns aufnehmen sollen. Ich habe gleich gewusst, das gibt nur Ärger. Weißt du, wie viel der uns noch schuldet? Wir sind ruiniert. Die Kiste. Was? Er hatte doch eine Kiste dabei, als er kam. Pack deine Sachen, Jim. Wir könnten noch... Jim, die Sachen eines toten Mannes werde ich nicht anrühren. Ein Teil gehört doch uns, oder? Dafür haben wir keine Zeit. Mann, wir brauchen Geld. Na gut. Holen wir die Kiste. Aber wir nehmen nicht mehr, als uns zusteht. Verschlossen. Dann muss er den Schlüssel bei sich haben. Durchsuch seine Taschen. Hier ist nichts. Vielleicht trägt er ihn um den Hals. Ja, hier. Mom, sieh dir das an. Der Geruch von Tabak und Teer schlug ihnen entgegen. Obenauf lagen gute, sauber zusammengelegte Kleider. Darunter ein Haufen von Gerümpel. Ein Quadrant, eine Zinnkanne, mehrere Stücke Tabak, zwei Pistolen, ein Silberbarren, eine spanische Taschenuhr, etwas Schmuck, ein paar Kompasse und viele exotische Muscheln. Darunter lag ein Bündel, das in einem Wachstuch eingewickelt war und scheinbar Papier enthielt. Daneben ein Leinenbeutel, in dem es klirrte. Was ist das? Gold? Ich werde diesem Schurken zeigen, dass ich eine ehrliche Frau bin. Eins, zwei, sechs, zehn, 50. Mom, hörst du das? Sie sind da. Komm, wir nehmen das Ganze. Ich nehme keinen Heller mehr, als mir zusteht. Dann lass den Rest hier, wir müssen uns verstecken. Und wo? Im Lager. Ja. Gott! Wo ist der verfluchte Bastard? Was? Sag mir, was du siehst! Er ist tot! Diese dreckige Ausgeburt der Hölle! Durchsuch die Leiche! Und holt die Kiste! Beeil euch, ihr faulen Hunde! Um Himmels Willen, was werden sie tun, wenn sie merken, dass wir sie geöffnet haben? Was ist? Nichts! Seine Tassen sind leer! Klo, sie sind uns zuvor gekommen! Sie haben die Kiste schon durchsucht! Ist es da? Das Geld ist da! Ach, zum Teufel mit dem Geld! Habt ihr Flints Schrift? Nein! Es sind die Leute von der Wirtschaft! Der Bengel! Ich hätte ihm gleich die Augen auskratzen sollen! Sucht sie! Sie können nicht weit sein! Sie haben die Laterne hier gelassen! Verteilt euch! Sucht sie! Habt ihr das gehört? Das war Johnny! Das Signal! Es kommt jemand! Beeilt euch! Sucht den Jungen! Das Zeichen! Wir müssen gehen! Gehen? Schafskopf! Es ist ganz nah! Ihr habt es in der Hand! Und für Handcuff you! Verschwinden! Ihr dummen, feigen Hunde! Vor euch liegen Tausende! Ihr werdet so reich wie Könige und ihr seid zu dumm zum Zugreifen! Wo seid ihr?
Black Dog! Sam! Johnny? Wer ist da? Wer seid ihr? Redet! Sir, das sollte ich euch wohl fragen. Mrs. Hawkins? Das ist Dr. Livesey. Doktor! Jim, was ist hier geschehen? Ich hab ihn getötet. Er hat mich angegriffen. Mir blieb keine andere Wahl. Ach, euch schickt der Himmel, Doktor. Wärt ihr nicht gekommen, die hätten uns vermutlich die Kehlen aufgeschlitzt. Oder noch Schlimmeres. Wer waren diese Männer? Piraten. Schurken der übelsten Sorte. Und was wollten sie hier? Sie haben bei uns Kiste durchsucht. Haben die Männer ihn ermordet? Nein. Sie haben sogar unser Silbergeld eingesteckt. Oh mein Gott, wie es hier aussieht. Wonach haben sie gesucht? Ich glaube, ich habe das, was sie wollten, hier in meiner Brusttasche. Was? Du trägst es bei dir? Wir wollten es in Sicherheit bringen. Was ist es? Ich weiß es nicht genau. Meinst du, sie werden zurückkommen? Wir sollten schnell von hier fort. Ihr werdet mich begleiten. Ich kenne einen Ort, in dem ihr sicher seid. Und auf dem Weg erzählt ihr mir jede Einzelheit dieser Geschichte. Einverstanden? Ich verstehe nämlich gar nichts mehr. Ihr seid ein wahrer Prachtkerl, Livesey. Squire Trelawney schüttelte bewundernd den Kopf, zündete sich eine Pfeife an und lief aufgeregt auf und ab. Das Bücherzimmer seines Herrenhauses wurde vom Schein des Kamins erhellt. Die Wände waren ringsum von Bücherschränken eingenommen, auf denen verschiedene Büsten standen. Hier hatte Jim die ganze Geschichte um den Captain, die Heimsuchung durch Piraten und die Rettung durch Dr. Livesays Mut erzählt, nachdem sie unter dem Schutz von Inspektor Darnes zum Anwesen des Squires geleitet worden waren. Mrs. Hawkins war, von den Strapazen des Tages erschöpft, auf ein Zimmer geleitet worden, um sich auszuruhen. Der Squire, ein großer und breiter Mann in feinen Kleidern, einer gepuderten Perücke, nahm wieder bei den anderen am Kamin Platz. Nun? Nun, Hawkins, es war sehr klug, die Papiere an dich zu nehmen. Ihr habt doch wohl von diesem Flint gehört, oder? Von ihm gehört? Von ihm gehört, sagt ihr? Er war der blutdürstigste Pirat, der je zu See fuhr. Blackbeard war ein Kind im Vergleich mit Flint. Die Spanier hatten eine so fürchterliche Angst vor ihm, dass ich wahrhaftig manchmal stolz darauf war, dass Flint ein Engländer war. Aber die Frage ist doch, hatte er Geld? Geld? Habt ihr nicht die Geschichte gehört? Für was riskieren diese Kerle denn ihre dreckigen Köpfe, wenn nicht für Geld? Was ich wissen wollte, ist angenommen. Mr. Hawkins hat in seiner Tasche etwas, was uns auf die Spur bringen kann, an welchem Ort er seinen Schatz vergraben hat. Wird dieser Schatz groß sein? Groß, Doktor. Ich sag euch was. Wenn wir auf der Spur sind, von der ihr sprecht, rüste ich in Bristol ein Schiff aus und nehme euch und Hawkins mit. Und wenn wir ein Jahr danach suchen, den Schatz will ich haben. Nun, dann wollen wir es öffnen, wenn es Jim recht ist. Jim trat vor und holte das Wachstuchpaket aus seiner Brusttasche. Vorsichtig nahm Dr. Livesey das Bündel entgegen und legte es vor sich auf den Tisch. Das Paket war zusammengenäht, also nahm er sein Besteck aus der Tasche und trennte die Nähte mit einer Schere auf. Im Stoff kam ein Buch und ein versiegelter Umschlag zum Vorschein. So, erst das Buch. Mr. W. Bones, Steuermann. Kein Rum mehr. Vor Palm Key kriegt er's. Nur Kritzeleien. Hieraus werden wir nicht schlau. Wartet, was war das? Sieht aus wie eine Rechnung. 12. Juni 1746. 70 Pfund Sterling. Ein Kontobuch? Ja, das sind Daten. Und eine Geldsumme. Und da? Länge und Breite. Hier. Höhe von Caracas. Und was sollen diese 6 Kreuze da? Ich weiß es nicht. Das sind Eintragungen aus 20 oder 30 Jahren. Die Beträge werden ja immer größer. Da unten. Billy Bones, sein Anteil.
Könnt ihr euch einen Reim darauf machen? Das ist das Kassenbuch dieses schwarzherzigen Schurken. Die Kreuze stehen anstelle der Namen von Schiffen oder Städten, die sie versenken oder plünderten. Die Geldbeträge sind seine Anteile. Und wo er fürchtete, es könnte eine Zweideutigkeit entstehen, da hat er etwas zur Erklärung hinzugefügt. Hier zum Beispiel. Höhe von Caracas. Versteht ihr? Da wurde irgendein unglückliches Schiff in der Nähe dieser Küste genommen. Gott sei den armen Seelen gnädig, die es bemannten. Sie sind längst zu Korallen geworden. Und die Beiträge steigen, je höher er im Rang steigt. Ein betriebsamer Mann, der ließ sich nicht betrügen. Nun zum Papier. Mit großer Sorgfalt löste Dr. Livesey das Siegel. Und aus dem Umschlag fiel eine Zeichnung. Was um alles in der Welt? Habe ich es nicht gesagt, Doktor? Auf das Papier war die Karte einer Insel gezeichnet. Mit Angabe von Länge und Breite, von Tiefenlotungen, Namen von Bergen, Buchten und Flussmündungen und allen Einzelheiten, die notwendig sein konnten, um ein Schiff auf sicheren Ankergrund an eine Küste zu bringen. Die Insel war ungefähr 9 Meilen lang und 5 Meilen breit. Sie hatte 2 schöne, sichere Häfen und ein Berg im mittleren Teil der Insel war als das Fernrohr bezeichnet. Verschiedene Zusätze waren offenbar in späterer Zeit gemacht, darunter vor allen Dingen 3 Kreuze mit roter Tinte. 2 im nördlichen Teil der Insel, 1 im südwestlichen und neben diesem letzteren stand etwas mit derselben roten Tinte in sauberer kleiner Handschrift geschrieben. Großer Baum, Staffel des Fernrohrs, Nord-Nordost bei Nord. Skelettinsel Ost-Südost bei Ost, 10 Fuß. Das Barrensilber ist in der nördlichen Grube. Du findest es am Abhang des östlichen Gipfels, 10 Faden südlich von der schwarzen Klippe, dieser gegenüber. Die Waffen sind gleich in dem Sandhügel zu finden. Nord-Nordost bei Nord vom Vorsprung an der Flussmündung, dann östlich und ein Viertel nördlich. Livesey, ihr werdet diese erbärmliche Praxis sofort aufgeben. Morgen fahre ich nach Bristol. In 3 Wochen, ach was, in 2 Wochen, werden wir das beste Schiff haben, Doktor. Und die beste Mannschaft in ganz England. Ihr seid Schiffsdoktor, ich bin Admiral. Und Hawkins kommt als Kajütsinge mit. Dafür stehe ich ein. Sicher wird er uns bei der Unternehmung von Nutzen sein. Nicht wahr, Hawkins? Ja, Sir. Du wirst einen famosen Kajütsjungen abgeben, Hawkins. Wir nehmen noch Redruth, Joyce und Hunter mit. Und dann gibt's Geld. Scheffelweise. Genug, um sich darauf zu wälzen und die Nähe zum Fenster rauszuwerfen. Nur vor einem einzigen Mann habe ich Angst. Und der wäre? Ihr seid es. Denn ihr könnt euren Mund nicht halten. Wir sind nicht die Einzigen, die etwas von diesem Dokument wissen. Diese Kerle, die heute Abend den Angriff auf den Admiral Benbow gemacht haben, werden alle miteinander durch die Hölle gehen, um das Geld zu kriegen. Deshalb darf keiner von uns auch nur ein Wort von unserem Fund verlauten lassen. Ihr trefft den Nagel auf den Kopf, Doktor. Ich werde schweigen wie ein Grab. Ich habe niemandem was erzählt. Ich verstehe euch nicht. Dr. Livesey fasste sich an die Stirn. Wieso konntet ihr nicht einmal euren Mund halten? Wir stechen in See, Doktor. Wir werden Orte sehen, von denen andere nur träumen. Der Wind wehte Jim um die Ohren. Es roch nach Teer und Salzwasser. Vor sich sah er Schiffe aller Größen, Takelung und Nationen. Hoch über seinem Kopf hingen Menschen in den Tauen, die ihm nicht größer als Spinnweben erschienen. Obgleich er sein ganzes Leben an der Küste verbracht hatte, kam es ihm vor, als ob er noch niemals in der Nähe der See gewesen wäre. Er sah die wunderbarsten Schiffsabzeichen, die alle schon weit über dem Ozean gewesen waren. Alte Seeleute mit Ohrringen, mit lockigen Backenbärten und Zöpfen plump und schwankend an Deck gehen. Und nun würde er selbst zur See fahren, zu einer unbekannten Insel, um dort vergrabene Schätze zu suchen. Ich glaube, es ist wohl besser, wenn ich ganz offen spreche, selbst auf die Gefahr hin, dass ihr es mir übel nehmt. Captain? Wieso? Es ist doch alles in Ordnung.
hoffe ich. Alles seefertig und schiffsmäßig? Squire Trelawney, der vollständig wie ein Seeoffizier angezogen war, in einem derben blauen Tuchanzug, ahmte den Gang eines Seemannes nach. Mir gefällt diese Kreuzerfahrt nicht. Mir gefallen die Leute nicht und mir gefällt mein Steuermann nicht. Vielleicht, Captain, gefällt euch auch euer Auftraggeber nicht? Halt, halt. Solche Fragen stiften nur Unfrieden. Ihr sagtet, diese Kreuzerfahrt gefällt euch nicht. Warum denn nicht? Ich war, Sir, wie wir das nennen, auf versiegelte Order angenommen. Ich sollte für diesen Herrn das Schiff fahren, wohin er mir befehlen würde. Schön und gut. Aber jetzt finde ich, dass jedermann vor dem Mast mehr davon weiß, als ich selber. Das nenne ich nicht anständig. Tut ihr das? Nein, gewiss nicht. Der Squire sah unauffällig an den beiden vorbei. Während Jim sich von seiner Mutter verabschiedet und der Doktor einen Arzt gesucht hatte, der seine Praxis übernahm, war Trelawney wie versprochen nach Bristol gefahren und hatte von seinem alten Freund Blandley einen 200 Tonnen schweren Schoner mit dem Namen Hispaniola gekauft. Die Behauptung gewisser Leute in Bristol, Blandley habe ihm sein eigenes Schiff zu einem lächerlich hohen Preis verkauft, tat der Squire als Verleumdungen ab. Er wollte 20 Mann haben, nämlich für den Fall, dass sie es mit Eingeborenen, Piraten oder den ekligen Franzosen zu tun kriegten. Doch Squire Trelawney schaffte es kaum auch nur ein halbes Dutzend aufzutreiben, bis ihn ein glücklicher Zufall eines Morgens zu einem Gastwirt führte, der am Dock stand und auf das Meer blickte. Ich bin lange zur See gefahren, war Schiffskoch. Da könnt ihr alle Seeleute in Bristol fragen. Aber die Landluft hat mich krank gemacht. Eigentlich bin ich heute Morgen nur hierher gehumpelt, um mal wieder Salzwassergeruch in die Nase zu kriegen. Long John Silver, sehr erfreut. Und mit Silver fand Trelawney nicht nur einen Schiffskoch, sondern gleich eine ganze Mannschaft von alten Seemännern, denen man gleich ansah, dass sie es mit dem Teufel aufnahmen. Außerdem schaffte Silver dem Squire sogar noch 2 von den 6 oder 7, die er schon angeheuert hatte, wieder vom Halse, indem er ihm klarmachte, dass sie solche Süßwassermatrosen bei ihrer Unternehmung kaum gebrauchen konnten. Auf Silvers Raten wurde ein gewisser Mr. Arrow als Steuermann angeheuert und ein Bootsmann, der die Pfeifensignale kannte. Blandley fand für den Squire währenddessen einen Kapitän namens Smollett. So, dann erfahre ich, dass wir auf Schatzsuche gehen. Das heißt, ich erfahre es von meinen eigenen Leuten. Fahrten hinter Schätzen hier gefallen mir überhaupt nicht. Am wenigsten aber, wenn sie geheim gehalten werden. Und wenn, verzeiht Squire, das Geheimnis schon dem Papagei erzählt worden ist. Silvers Papagei? Oh, das ist eine Redensart. Ich will damit sagen, es wird darüber geplappert. Und ich weiß nicht, ob euch klar ist, worum es hier geht. Um Leben und Tod, und zwar scharf auf der Kante. Vollkommen richtig. Aber lasst euch versichern, dass wir das Wagnis auf uns nehmen wollen. Aber ihr sagtet, die Mannschaft gefällt euch nicht. Sind es denn keine guten Seeleute? Sie gefallen mir nicht, Sir. Eigentlich hätte ich mir meine eigenen Männer selbst aussuchen sollen. Da habt ihr sicher recht. Vielleicht hätte mein Freund euch hinzuziehen sollen. Und Mr. Arrow gefällt euch nicht? Nein, Sir. Ich glaube, er ist ein guter Seemann, aber er lässt sich der Mannschaft gegenüber zu sehr gehen, um ein guter Offizier zu sein. Ein Steuermann sollte sich für sich halten, sollte nicht mit den Leuten vor dem Mast trinken. Wollt ihr damit sagen, dass er trinkt? Nur, dass er zu vertraut mit ihnen ist. Sagt ihr uns nun endlich, worauf ihr hinaus wollt, Captain? Die Leute sind gerade dabei, das Pulver und die Waffen ins Vorderschiff zu bringen. Es gibt ja auch einen guten Platz unter der Kajüte. Warum die Waffen und das Pulver nicht dorthin bringen? Dann habt ihr 4 von euren eigenen Leuten mitgebracht. Und wie ich höre, sollen einige von diesen in der Vorderbank schlafen. Warum wollt ihr sie nicht neben der Kajüte schlafen lassen? Sonst noch was? Nur noch eins, Sir. Ich will euch sagen, was mir zu Ohren kam.
Ihr habt die Karte einer Insel. Auf dieser Karte sind Kreuze eingezeichnet, um die Stellen anzuzeigen, wo Schätze vergraben sind. Das sagtet ihr bereits. Und die Insel befindet sich... Und dann nannte er genau Länge und Breite. Das habe ich niemals einer Menschenseele gesagt. Die Mannschaft weiß es, Sir. Dann müsst ihr es erzählt haben, Doktor. Oder Hawkins. Es kommt nicht darauf an, wer es gewesen ist. Ich weiß nicht, wer diese Karte hat. Aber ich mache es ausdrücklich zur Bedingung, dass sie sogar vor mir und Mr. Arrow geheim gehalten wird. Sonst müsste ich euch bitten, zurücktreten zu dürfen. Ich verstehe. Ihr wünscht, dass wir diese Sache geheim halten, dass wir aus dem hinteren Teil des Schiffes eine Art Festung machen, die mit den eigenen Leuten meines Freundes bemannt ist und wo sich alle Waffen und die Pulvervorräte des Schiffes befinden. Mit anderen Worten, ihr befürchtet eine Meuterei. Doktor, ihr habt kein Recht, mir Worte in den Mund zu legen, die ich nicht gesprochen habe. Kein Kapitän hätte das Recht, überhaupt in See zu stechen, wenn er tatsächlich Gründe hätte, so etwas zu sagen. Vielleicht sind es alles ehrliche Männer, das weiß ich nicht. Aber ich bin verantwortlich für die Sicherheit des Schiffes und für das Leben von Mann und Maus an Bord. Ihr versteht hoffentlich, dass ich hier nur meine Pflicht tue. Zum Kuckuck, ich hätte euch gar nicht erst... Natürlich, wir werden anordnen, dass das Schiff zu eurer vollsten Zufriedenheit umgepackt wird. Gut, ich empfehle mich. Entgegen all meinen Erwartungen, es ist euch gelungen, zwei ehrliche Männer an Bord zu bekommen. Diesen Mann und John Silver. Silver, da gebe ich Ihnen recht. Aber dieser unerträgliche Schwätzer... Nein, sein Benehmen ist unmännlich, unseemännisch und geradezu unenglisch. Wir werden sehen. Alle waren tüchtig bei der Arbeit, das Pulver und die Kojen an ihren Platz zu schaffen. Und Jim war hundemüde, als der Bootsmann pfiff und die Mannschaft an die Ankerwinde trat. Bald war der Anker über Wasser, bald begannen die Segel sich zu blähen. Und Land und Schiffe glitten zu beiden Seiten an ihnen vorüber. Hey, Junge! Sir? Geh runter zum Koch und mach dir was zu schaffen. Günstlinge will ich auf meinem Schiff nicht haben. Ja, Sir. Mr. Silver? Ei, mein Junge. Das ist mein Name. Und du bist? Jim Hawkins, Sir. Na, nicht so schüchtern. Komm rein und setz dich, Hawkins. Hawkins! Hawkins! Keine Angst, das ist Captain Flint, mein Papagei. Sag Hallo, Flinty. Das ist nur mein Junge. Ein hübsches Kerlchen, nicht wahr? Ja. Dieser Vogel, der ist vielleicht 200 Jahre alt, Hawkins. Sie leben beinahe ewig. Und wenn einer mehr Ruchlosigkeiten gesehen hat, dann muss das der Teufel selber sein. Du weißt, wer Captain Flint war, oder? Ja. Der größte Seeräuber aller Zeiten. Ihr habt... Oh, das! Keine Angst, das wächst wieder nach. Guckst du in die Röhre? Sein linkes Bein war dicht an der Hüfte abgenommen und unter der linken Achsel hatte er eine Krücke. Wie ist das passiert? Wart ihr im Krieg? Ei, du bist helle wie ein Dreierlicht, Hawkins. Im Dienste meines Vaterlandes. Und wie wird's einem gedankt? Kann ich helfen, Sir? Sir, kannst mich ruhig Long John nennen. Oder Barbecue, wie die anderen es tun. Barbecue? Ei. Zum ersten Mal an Bord? Ja. Na, du wirst Augen machen, Hawkins. Ah. Noch einmal jung sein und zwei Beine haben. Reich mir mal den Topf. Wenn irgendwas ist, wenn du Hilfe brauchst, und wenn dir irgendwer Probleme macht, frag einfach den alten John, ja? Ei. So ist recht, Junge. Wär doch gelacht, wenn wir aus dir nicht einen guten Seemann machen können.
Die ganze Mannschaft achtete John und gehorchte ihm sogar. Er hatte eine besondere Art, mit jedem zu sprechen und jedem Einzelnen besonders gefällig zu sein. Zu Jim war er stets freundlich. Er freute sich immer, wenn er zu ihm in seine Kombüse kam, die er so sauber hielt wie eine neue Schüssel. Die Fahrt ging gut vonstatten. Das Schiff erwies sich als ein guter Segler, die Leute waren tüchtige Matrosen und der Käpt'n verstand seine Sache. Nur Mr. Arrow zeigte sich noch schlimmer, als Captain Smollett befürchtet hatte. Er hatte keine Gewalt über die Mannschaft und die Leute sprangen mit ihm um, wie sie Lust hatten. Das Schlimmste war jedoch, dass er meist mit rotem Kopf und trübem Blick lallend an Deck erschien, aber stets beteuerte er: Trinke nie auch nur einen Tropfen außer Wasser. Daher war kein Mensch sonderlich überrascht, als er in einer dunklen Nacht bei schwerem Seegang verschwand und nicht mehr gesehen wurde. Während dieser ganzen Zeit standen der Squire und Captain Smollett immer noch auf sehr gespanntem Fuß zueinander. Der Squire machte gar keinen Hehl daraus, dass er von dem Captain nur gering dachte. Der Captain seinerseits sprach nur, wenn er angeredet wurde, und dann waren seine Antworten scharf, kurz und trocken. Niemals ein Wort zu viel. Wenn er in die Ecke getrieben wurde, gab er zu, er scheine in Bezug auf die Mannschaft sich geirrt zu haben. Einige von ihnen seien wirklich flotte Matrosen und alle hätten sich ziemlich gut benommen. In das Schiff war er geradezu verliebt. Sie liegt einen Strich näher am Wind, als ein Mann von seiner eigenen Frau verlangen kann. Aber wir sind noch nicht zu Hause und diese Kreuzerfahrt gefällt mir nicht. Wenn ich von dem Mann noch ein bisschen mehr kriege, dann gehe ich in die Luft. Captain Smollett wurde umso unzufriedener, als der Squire begann, die Mannschaft zu jedem erdenklichen Anlass mit doppeltem Grog und Pudding zu verwöhnen. Außerdem ließ er eine Tonne mit Äpfeln offen auf dem Mitteldeck platzieren, sodass jeder, der wollte, nur zu lang brauchte. Ich habe noch nie gehört, dass so etwas gut getan hätte. Zuweilen war das Wetter schlecht. Aber dabei zeigten sich die großartigen Eigenschaften der Hispaniola nur umso besser. Alle Leute an Bord schienen recht zufrieden zu sein. Den Berechnungen nach sollten sie sich bald der Luvseite der Insel nähern und so hielt man Tag und Nacht scharfen Ausguck. Als Jim eines Abends nach Sonnenuntergang mit seiner Arbeit fertig war, bekam er Lust auf einen Apfel. Er lief an Deck zur Tonne und griff hinein. Es war fast kein Apfel mehr übrig. Am Boden des Fasses lagen nur noch die kläglichen Reste. Er schaute zu den Leuten von der Wache. Und als er sah, dass sie konzentriert nach vorne blickten und ihn nicht beachteten, kletterte er einfach in die Tonne. Im Dunkeln tastete er nach den Äpfeln, als plötzlich jemand gegen das Fass stieß. Ja, dieselbe Breitseite, die mir mein Bein weggerissen hat, hat dem alten Pew seine Kucker weggehauen. Der Doktor, der mich amputiert hat, war ein großartiger Arzt. Auf Hochschulen gewesen. Latein, Eimerweise und was nicht alles. Aber er wurde gehängt wie ein Hund und an der Sonne getrocknet wie die übrigen. Waren Roberts seine Leute, die da baumelten. Und das kam davon, dass sie den Namen von ihrem Schiff änderten. Nee, wie ein Schiff mal getauft ist, so lass es auch weiter heißen. So war es mit der alten Walrus. Flints altem Schiff. Ganz rot von dem Blut und mit Gold beladen bis zum Sinken. Was? Du bist mit Flint gesegelt? Ja, ich war sein Quartiermeister. Wegen dem Holzbein. Flint war der größte von allen. Auch Davis konnte sich sehen lassen. Aber ich bin nie mit ihm gefahren. Zuerst mit England, dann mit Flint. Und jetzt hier, auf eigene Rechnung sozusagen. Ja, Wahnsinn. Wie waren Sie? Flints Leute, mein. Der Teufel selbst hätte Angst gehabt, mit ihnen auf See zu gehen. Und willst du wissen, wo sie jetzt sind? Wo? Die meisten sind hier mit uns an Bord. Und sind froh, dass sie ihr Futter haben.
Mancher von ihnen hat vorher betteln müssen. Ja, dass man Geld verdient, tut es noch nicht allein. Man muss es auch zu sparen wissen, glaub es mir. Ja. Sowas ist nicht für Dummköpfe. Aber du bist hell wie ein Dreierlicht, das habe ich gleich gesehen. Pass auf, mit den Gentlemen des Glücks ist es so. Sie haben ein hartes Leben und riskieren den Strick. Aber sie essen und trinken wie die Kampfhähne. Und wenn eine Kreuzerfahrt zu Ende ist, na, dann haben sie 100 Pfund Sterling in ihrer Tasche. Das meiste geht dann für Rum drauf und ein lustiges Leben. Und dann gehen sie wieder zur See und haben bloß das Hemd auf dem Leibe. Aber das ist nicht meine Art. Ich lege alles auf die Kante. Ein bisschen hierhin, ein bisschen dahin. Ja, nicht zu viel auf eine Stelle, damit es keinen Verdacht gibt. Ich habe meine 50 Jahre auf dem Buckel, verstehst du? Sobald ich von dieser Fahrt zurück bin, spiele ich den feinen Mann und bleibe einer. Und wie fing ich an? Vor dem Mast. Genau wie du. Ich muss gestehen, die Geschichte gefiel mir eigentlich ganz und gar nicht, aber jetzt, hier meine Hand drauf. Du bist ein braver Junge, Tom. Und? Dick ist unser. Er ist ja schließlich kein Schafskopf, nicht wahr? Barbecue, wie lange soll das noch so weitergehen? Ich habe genug von diesem Smollett, wir alle. Ich will endlich seine Kajüte haben, seine eingemachten Sachen und seinen Wein. Israel, pass auf, was ich dir sage. Du wirst bei uns vorne schlafen und arbeiten. Du sprichst vernünftig und bleibst nüchtern, bis ich das Zeichen gebe. Ich sage ja auch nicht, dass ich das nicht tun werde. Ich frage nur, wann wir endlich... Wann? Ich sag dir wann. So spät es irgendwie geht. Da ist ein Seemann erster Güte, der dieses verdammte Schiff für uns segelt. Da ist dieser Squire und der Doktor mit einer Karte. Ich weiß nicht, wo der Kram liegt, weißt du's? Ich meine, dieser Squire und dieser Doktor sollen das Zeug finden und sollen uns helfen, es an Bord zu kriegen. Gott verdammt! Und dann sehen wir weiter. Aber wir sind doch alle Seeleute, wir können... Wir sind alle Leute vor dem Mast. Wir können einen Kurs steuern, aber wer soll den Kurs angeben? Ach, darüber kommt ihr Herren alle zu Fall, vom ersten bis zum letzten. Wenn ich euch alle so sicher wüsst, ihr Söhne von doppelten Holländern, so sollte Captain Smollett uns das Schiff den halben Weg zurückbringen, bevor ich zuschlüge. Aber ich kenne eure Sorte. Ich will mit ihnen noch auf der Insel Schluss machen, sobald der Plunder an Bord ist. Aber jammer schade ist es. Aber ihr seid ja nicht zufrieden, bis ihr besoffen seid. Wie viele große Schiffe meinst du, habe ich entern sehen? Und alles nur wegen diesem Mann schnell, Mann schnell, Mann schnell. Wenn ihr nur den richtigen Kurs steuert und euch stramm vorm Wind halten wolltet. Ach, das weiß ja jeder, dass du so eine Art von Pastor bist, John. Na, was meinst du? Sie an Land aussetzen? So hätte es England gemacht. Oder abstechen wie die Schweine. Das wäre Flints Art gewesen oder Billy Bones. Für mich verlange ich bloß diesen Trelawney. Dem will ich seinen Kalbskopf vom Leibe trennen mit diesen meinen eigenen Händen. Bring mir mal einen Apfel, Tom. Land in sich! Jim hörte, dass die Männer aus der Kajüte an Deck stürzten und sprang aus der Apfeltonne. Er duckte sich hinter das Focksegel. Hunter und Dr. Livesey liefen zum Bugspriet. Dort war schon die ganze Schiffsmannschaft versammelt. In südwestlicher Richtung sahen sie im Mondlicht zwei niedrige Hügel, die etwa 2 Meilen voneinander entfernt waren. Und hinter einem von ihnen, einen dritten, höheren Berg, dessen Gipfel noch von Nebel bedeckt war. Hat einer von euch das Land da vor uns schon einmal gesehen? Ei, Captain. Ich habe hier mit einem Kauffahrer Wasser eingenommen. Ich fuhr als Koch mit. Der Ankergrund ist wohl auf der Südseite, hinter einer kleinen Insel, nehme ich an. Ei, das ist die sogenannte Skelettinsel. Die Hauptinsel war früher ein Lieblingsplatz der Piraten. Den Berg da nach Norden zu nennen, sie den Fockmastberg. 3 Berge laufen in einer Reihe von Norden nach Süden.
Fock-, Haupt- und Besanmastberg, Sir. Den Hauptmastberg. Der große da mit der Wolke obendrauf. Den nannten sie das Fernrohr, weil sie da oben gewöhnlich Ausguck hielten, während sie auf dem Ankergrund lagen und ihr Schiff ausputzten. Ich hab hier eine Karte. Sagt mir, ob das der Platz ist. Long John glühten die Augen, als er die Karte in die Hand nahm. Doch Jim bemerkte, dass es sich nicht um das Exemplar handelte, das Billy Bones gehört hatte. Es war eine genaue Kopie der Karte, nur dass die roten Kreuze und die handschriftlichen Erläuterungen fehlten. Ei, Sir, das ist die Stelle. Ich möchte wohl wissen, wer das hier gemacht hat. Die Piraten waren wohl zu dämlich dazu, sollte man meinen. Dank euch. Jim staunte über John, seine Kaltblütigkeit und Falschheit, und erschrak, als dieser auf ihn zukam. Ah, was für ein famoser Ort, diese Insel. Ein famoser Ort für einen Jungen, der mal an Land gehen möchte, hä? Da wirst du baden. Und du wirst auf Bäume und Berge klettern. Und wirst Ziegen jagen. Ach ja, der Anblick macht mich wieder jung. Ich vergaß beinahe mein Holzbein. Schon schön, wenn man seine 10 Zehen hat, glaub's mir. Wenn du mal eine kleine Streife unternehmen möchtest, sag Bescheid. Und ich mach dir was zu futtern fertig. Mach ich. Guter Junge. Damit klopfte er Jim in der freundschaftlichsten Weise auf die Schulter und humpelte hinunter in seine Kombüse. Captain Smollett, der Squire und Dr. Livesey standen auf dem Quarterdeck beisammen und unterhielten sich miteinander. Jim wusste, dass er unauffällig bleiben musste, und während er noch darüber nachdachte, wie er eine glaubhafte Entschuldigung finden konnte, mit den Herren zu sprechen, rief Dr. Livesey ihn zu sich heran. Jim, würdest du mir den Gefallen tun, meine Tabakdose holen? Ich habe sie unten liegen lassen und jetzt würde ich ungern... Sir, ich muss dringend mit euch unter vier Augen sprechen. Lasst den Captain und den Squire mit euch hinunter in die Kajüte zu gehen. Und lasst mich dann aus irgendeinem Vorwand rufen. Es ist wichtig. Danke, Jim. Das war alles, was ich wissen wollte. Nun, Hawkins, du hast etwas zu sagen? Raus damit. Nimm dir einen Stuhl, Jim. Nun, Jim gehorchte dem Befehl, setzte sich zu den Männern an den Tisch, auf dem spanischer Wein und Trauben standen, und erzählte in allen Einzelheiten das Gespräch von John Silver und den beiden Matrosen. Während er sprach, sahen ihn seine Zuhörer unverwandt an. Der Doktor zog sich die Perücke ab. Gestattest du mir, dir ein Glas Wein einzuschenken, Jim? Ich finde, du hast es dir redlich verdient. Auf dich, Jim. Auf deine Gesundheit, Jim Hawkins. Nun, Captain, ihr hattet recht und ich hatte Unrecht. Ich erkläre mich selbst für einen Esel und erwarte eure Befehle. Ihr wart kein größerer Esel als ich, Sir. Er hat mich wirklich geschlagen. Silver. Ein ganz außerordentlicher Mann. Der sich außerordentlich gut ausnehmen würde, wenn er an einer Rahe hing, Doktor. Aber das ist lauter Gerede, das zu nichts führt. Wir müssen weitergehen, weil wir nicht zurück können. Wenn ich den Befehl gäbe, wieder umzukehren, würden Sie sofort losbrechen. Nun, meine Herren, zu einem Kampf kommt es früher oder später doch. Darum schlage ich vor, dass wir losschlagen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Ich nehme an, dass wir uns auf eure eigenen Leute, die ihr von zu Hause mitgebracht habt, verlassen können, Sir. Wie auf mich selbst. Das sind drei. Dazu wir selbst macht 7, Hawkins mit eingerechnet. Wie steht es mit den ehrlichen Leuten? Höchstwahrscheinlich sind das die, die der Squire selbst angeheuert hat. Nein, Hans war einer von meinen. Dass das alles Engländer sind. Herrgott nochmal, ich hätte Lust, das ganze Schiff in die Luft fliegen zu lassen. Ruhig liegen bleiben und auf den rechten Wind warten. Jim hier kann uns mehr helfen als irgendein anderer. Die Leute haben kein Misstrauen gegen ihn. Und Jim ist ein aufgeweckter Junge. Jim freute sich nicht im geringsten.
Er fühlte sich vollkommen hilflos. Als Jim am nächsten Morgen an Deck kam, sah die Insel ganz anders aus. Obwohl es jetzt vollkommen windstill war, hatten sie doch während der Nacht eine gute Strecke zurückgelegt. Jetzt lagen sie in der Kalmte, ungefähr eine halbe Meile südöstlich von der flachen Ostküste. Sie hatten eine harte Morgenarbeit, denn da es vollkommen windstill war, mussten die Boote ausgesetzt und bemannt werden, um das Schiff 3 oder 4 Meilen weit um die Ecke der Insel herumzuschleppen, bis sie in dem engen Sund hinter der Skelettinsel waren. Die Männer schimpften und fluchten, und Jim hielt dies für ein sehr schlimmes Zeichen. Denn bis zu diesem Tage hatten die Leute eifrig ihre Arbeit getan, aber der bloße Anblick der Insel hatte ihre Moral gelockert. Sie machten genau an der Stelle Halt, wo auf der Karte der Anker eingezeichnet war, ungefähr eine Drittelmeile von der Küste entfernt. Der Strand war beinahe ganz flach und die Berggipfel standen in der Ferne wie ein Amphitheater. 2 kleine Flüsse oder Sümpfe ergossen sich in eine Art Teich. Von Schatzsuchen verstehe ich nichts, aber ich will meine Perücke darauf wetten, dass es hier Fieber gibt. Aber nicht nur die Kajütenpartei bemerkte die Gefahr. Long John war eifrig an der Arbeit, ging von einer Gruppe zur anderen, gab überall guten Rat. Er überbot sich selbst an Bereitwilligkeit und Höflichkeit, und für alle hatte er ein freundliches Lächeln. Squire, wenn ich noch einen Befehl riskiere, wird die ganze Mannschaft über uns herfallen. Ach, ihr seht doch selber, wie es steht. Ich bekomme eine grobe Antwort, nicht wahr? Nun, wenn ich darauf ein Wort sage, kommt es im Nu zum Gefecht. Tue ich das nicht, so wird Silver begreifen, dass ich eine ganz bestimmte Absicht dabei habe. Und dann sind wir ebenso dran. Wir haben jetzt einen einzigen Menschen, auf den wir uns verlassen können. Und wer ist das? Silver, Sir. Er ist so ängstlich wie ihr und ist darauf bedacht, dass alles seinen ruhigen Gang geht. Die augenblickliche Stimmung der Leute ist nur eine kleine Verdrießlichkeit. Die wird er ihnen bald austreiben, wenn er nur eine Möglichkeit dazu sieht. Und darum schlage ich vor, dass wir ihm diese Möglichkeit gewähren. Ja, wir sollten der Mannschaft erlauben, heute Nachmittag an Land zu gehen. Ja, wenn sie alle gehen, nun, dann können wir das Schiff verteidigen. Wenn keiner von ihnen gehen will, dann wehren wir uns in der Kajüte und Gott möge das Recht beschützen. Wenn aber einige gehen, glaubt meinen Worten, so wird Silver sie so sanft wie Lämmer an Bord zurückbringen. Und so bekamen alle sicheren Leute geladene Pistolen. Männer, wir haben einen heißen Tag gehabt. Eine kleine Fahrt an Land wird keinem was schaden. Die Boote sind noch zu Wasser. Ihr könnt die Gigs nehmen. Und wer von euch Lust hat, kann für den Nachmittag an Land gehen. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang werde ich eine Kanone abfeuern. Yeah! 6 Leute wollten an Bord bleiben. Und die anderen 13, unter ihnen Silver, gingen in die Boote. Jim vermutete, dass die Männer dachten, sie würden sich die Schienbeine an Schätzen zerstoßen, sobald sie an Land kämen. Denn ihre schlechte Laune war im Nu verschwunden. Und als die Gesellschaft zum Aufbruch bereit war, hatte Jim plötzlich einen vollkommen verrückten Einfall. Wenn 6 Leute von Silver zurückgelassen wurden, so war es klar, dass die anderen 13 nicht das Schiff mit Gewalt angreifen konnten. Und da nur 6 zurückblieben, so war ebenfalls klar, dass die Kajütenpartei für den Augenblick einer Hilfe nicht bedurfte. So ließ er sich an der Schiffswand hinunter und sprang in eines der Boote. Jim duckte sich. Niemand achtete auf ihn. Die Mannschaften der beiden Boote ruderten um die Wette. Jims Boot war dem anderen etwas voraus. Als es schon zwischen ein paar Bäumen am Strand auf den Sand gelaufen war, ergriff er einen Ast und zog sich ins nächste Dickicht. Jim!
Jim rannte, bis er nicht mehr konnte. Zuerst war er über eine sumpfige Wiese gekommen, die von Binsen, Weiden und Sumpfgewächsen eingefasst war. Jetzt befand er sich auf dem Saum eines welligen Sandstriches, der sich ungefähr eine Meile weit hinzog. Jenseits dieses offenen Landes erhob sich einer der Berge mit zwei zackigen Felsspitzen, die in der Sonne strahlten. Die Umrisse des Fernrohrs erschienen hinter einem zitternden Dunstschleier. Jim ging in Deckung, als sich in den Binsen etwas regte. Du bist mein Maat. Es ist ja nur, weil du in meinen Augen wie echter Goldstaub bist. Wie Goldstaub, hörst du? Wenn mir nicht so viel an dir liegen würde, glaubst du, ich hätte mir die Mühe gemacht, dich zu warnen? Es ist nun mal soweit. Daran kannst du nichts ändern. Ich will doch nur deinen Hals retten. Und wenn einer von denen davon wüsste, wo wäre ich da? Sag mir, wo wäre ich da? Willst du mir sagen, du hättest dich verführen lassen von diesen jämmerlichen Kerlen? So wahr Gott mich sieht, lieber wollte ich meine Hand verlieren. Was war das? Das? Oh. Ich nehme an, das wird Alan sein. Alan? Wenn ich sterben soll wie ein Hund, würde ich für meine Pflicht sterben. Komm schon, töte mich, wenn du es kannst. Tu's nur. Jim sah, wie der Schiffskoch die Krücke aus seiner Achselhöhle riss und sie wie ein Wurfgeschoss auf den jungen Matrosen schleuderte. Der stürzte und fiel auf sein Gesicht. Schnell wie ein Tier stürzte sich John auf sein Opfer und stach ihm mit seinem Messer zweimal in den Rücken. Dann raffte sich John auf, stieg ohne eine Miene zu verziehen über den toten Körper und strich sein Messer an einem Grasbüschel ab. Jim dachte für einen Moment, er müsse sich übergeben. So leise er konnte, kroch er durch die Ranken, um so weit weg wie möglich von John Silver zu kommen. Ihm wurde klar, dass er es unmöglich wagen konnte, nach dem Abfeuern des Kanonenschusses zu den Booten hinunterzugehen. Unter diese Teufel, an deren Händen noch das Blut ihrer Opfer klebte. Er war hoffnungslos verloren. Plötzlich tauchte zwischen den Bäumen eine Gestalt auf. Jim fielen sofort die Geschichten ein, die er über Menschenfresser gehört hatte. Vor ihm stand eindeutig ein Mensch. Ohne zu zögern, zückte Jim die Pistole und richtete sie auf den Fremden. Wer seid ihr? Ben Gunn. Ich habe seit 3 Jahren mit keinem Christenmenschen mehr gesprochen. 3 Jahre? Habt ihr Schiffbruch erlitten? Nein! Maroniert! Was? Eine Strafe. Freibeuter. Der Missetäter wird mit Pulver und Schrot an irgendeiner einsamen öden Insel ausgesetzt. Vor 3 Jahren wurde ich maroniert. Mein Herz sehnt sich nach christlichem Essen. Hast du nicht zufällig ein Stück Käse bei dir? Manche lange Nacht habe ich von Käse geträumt. Und dann wachte ich wieder auf und war hier auf dieser Insel. Wenn ich wieder an Bord kommen kann, sollst du so viel Käse haben, wie du willst. Der Fremde kam auf Jim zu. Er war in Ziegenfelle gehüllt. Wieder an Bord? Wer hindert dich denn daran? Du nicht, das weiß ich wohl. Wie ist dein Name, Maat? Jim. Jim. Pass gut auf, Jim. Ich habe vollkommen wüst gelebt. Sieh mich an. Dabei bin ich ein frommer Mensch gewesen. Höflich, konnte meinen Katechismus runterrasseln. Aber rumtrinken, damit fängst du mich nicht mehr. Bloß einen Fingerhut voll, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Vielleicht. Ich werde gewiss ein guter Mensch sein. Und Jim, ich bin reich, reich. Und verrückt, dachte Jim bei sich.
Ich werde einen Mann aus dir machen. Oh, Jim, du wirst deinen Stern dafür segnen, dass du der Erste warst, der mich gefunden hat. Und jetzt sag mir die Wahrheit. Ist das da hinten Flints Schiff? Nein. Flint ist tot. Aber... Ja? Einige von Flints Leuten sind an Bord. Doch nicht etwa ein Mann mit nur einem Bein. Ihr meint Silver? Silver? Er ist der Schiffskoch und der Rädelsführer. Wenn dich Long John geschickt hat, bin ich geliefert. Aber was glaubst du, was ich mit dir machen werde? Ich bin kein Pirat. Ja. Sieh. Es gab eine Meuterei. Jim erzählte die ganze Geschichte ihrer Reise und erklärte, wie schwierig die Lage war. Ben Gunn hörte aufmerksam zu. Du bist ein guter Junge, Jim. Ihr seid alle in der Klemme, nicht wahr? Aber setzt euer Vertrauen auf Ben Gunn. Ben Gunn ist genau der richtige Mann. Sag mal, glaubst du, dass dein Squire sich erkenntlich zeigen würde, wenn er Hilfe bekäme? Eine freie Überfahrt und vielleicht etwas von dem Geld? Sagen wir 1.000 Pfund Sterling? Davon bin ich überzeugt. Von dem Geld soll jeder einen Anteil bekommen. Außerdem, wenn wir die Meuterer loswerden wollen, brauchen wir dich, um das Schiff nach Hause zu bringen. Ja, stimmt. Dafür braucht ihr mich. Sag deinem Squire, Ben Gunn ist ein guter Mensch. Und er hat viel mehr Vertrauen zu einem Gentleman, der als Gentleman geboren wurde, als zu einem Glücksgentleman, zu dem er selber geworden ist. Vergiss das nicht, Jim. Aber wie soll ich denn aufs Schiff kommen? Da liegt der Hund begraben. Ich habe ein Boot. Habe es mit meinen eigenen Händen gebaut. Es liegt unter der weißen Klippe. Das Gefecht hat begonnen. Komm. Sie liefen in Richtung des Ankerplatzes. Jim, ich war auf Flints Schiff, als er den Schatz vergrub. Er und 6 starke Seeleute. Eine Woche waren sie an Land. Und die ganze Zeit über lagen wir mit der alten Walrus an der Küste. Doch er kam alleine zurück. Totenbleich. Aber er war da. Verstehst du? Alle anderen waren tot. Tot und begraben. Keiner wusste, wie er es gemacht hatte. Billy Bones und Long John fragten ihn, wo der Schatz ist. Aber er sagte nur, geht doch an Land und sucht ihn. Das Schiff segelt aber gleich weiter und holt mehr. Wieso bist du hier alleine? Vor 3 Jahren fuhr ich auf einem anderen Schiff. Und wir kriegten diese Insel in Sicht. Ich sagte, hier liegt Flints Schatz begraben. Also landeten wir und suchten nach ihm. Nach 12 Tagen fingen die Männer an, mich zu beschimpfen. Und schließlich gaben sie mir eine Muskete, einen Spaten und eine Hacke. Du kannst hier bleiben und für dich alleine Flints Geld finden, sagten sie. Plötzlich sah Jim, etwa eine Viertelmeile entfernt, die englische Flagge über dem Wald in der Luft flattern. Tja, da sind ja deine Freunde. Wohl eher die Piraten. Das? Oh, glaub mir, Silver würde niemals die englische Flagge hissen. Wären es die Piraten, wäre da der Jolly Roger gehisst. Was ist da unten? Ein Pfahlwerk. Flint hat es vor Jahren erbaut. Wir müssen uns beeilen. Ach, nicht so eilig. Erst muss ich deinen Gentleman sehen und er muss mir sein Ehrenwort geben. Wenn Ben Gunn gebraucht wird, findest du ihn da, wo du ihn heute getroffen hast. Und wer kommt, der soll was Weißes in der Hand haben. Und er soll alleine kommen. Lauf, Jim! Doktor? Squire? Hallo? Hunter, seid ihr das? Hawkins? Dieser Junge ist erstaunlich. Doktor, wie seid ihr hierher gekommen? Jim, wir haben das Warten an Bord nicht mehr ausgehalten. Hunter und ich sind an Land gefahren und haben das Fallwerk gefunden. Dann haben wir die anderen geholt und die Vorräte hergebracht. Wie denn? 5 Bootsladungen haben wir transportiert. Aber auf der letzten Fahrt haben die Meuterer die Kanone auf uns abgefeuert. Den armen Redrath hat es das Leben gekostet. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Jim berichtete von seinen Erlebnissen auf der Insel. Von dem Mord, den Silver vor seinen Augen begangen hatte, und seiner Begegnung mit dem Inselmann. Dann sah er sich im Pfahlwerk um.
Das Blockhaus in der Mitte war aus unbehauenen Fichtenstämmen erbaut, Dach, Wände und Fußboden. Im Haus war nicht viel mehr vorhanden als die kahlen Wände, aber in einer Ecke lag ein Stein, der als Herd benutzt wurde, und auf diesem stand ein rostiger, eiserner Korb, in welchem das Holz brannte. Dieser verfluchte Sand in den Augen. Im Wasser, sogar im Abendessen. Was muss man nicht alles aushalten, wenn man sich vor Piraten versteckt hält? Noch schlimmer ist, dass der Rauch kaum abzieht. Meine Herren, ich begrüße es ebenfalls sehr, den jungen Hawkins unverletzt wiederzusehen. Dennoch muss ich bitten, dass alle wieder ihre Plätze einnehmen. Squire, Hunter und Joyce übernehmen die Wache. Doktor, ihr holt mit dem jungen Hawkins Brennholz. Ich werde da helfen, wo es nötig ist. Captain Smollett ist ein tüchtigerer Mann als ich. Und wenn ich so etwas sage, will das was heißen. Ist dieser Ben Gunn ein vernünftiger Mensch? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob er seinen Verstand noch hat. Wenn in dieser Beziehung irgendein Zweifel besteht, so hat er ihn. Ein Mensch, der 3 Jahre lang auf einer unbewohnten Insel gewesen ist und an seinen Nägeln gekaut hat, der kann nicht so vernünftig erscheinen wie du oder ich. Das kann man nicht erwarten. Es liegt nicht in der menschlichen Natur. Sagtest du nicht etwas davon, dass er besonders Lust hätte, etwas zu essen? Käse, Herr Doktor. Jim, du wirst sehen, dass es manchmal zu etwas gut ist, wenn ein Mensch Wert auf gutes Essen legt. Du hast doch mal meine Schnupftabakdose gesehen, nicht wahr? Aber du hast mich niemals schnupfen gesehen. Ihr habt... Ein Stück Parmesankäse trage ich immer bei mir. Sehr nahrhaft. Na? Ist das was für Ben Gunn? Unser bester Verbündeter ist der Rum, Jim. Jede Nacht singen sie. Und ihr Lager ist in der sumpfigen Marsch. Ich will meine Perücke darauf verwetten, dass die Hälfte von ihnen vor dem Ablauf einer Woche auf den Rücken liegen wird. Da kommt jemand. Ein Parlamentär. Silver höchstpersönlich. Bleibt im Haus. Es ist 10-1 zu wetten, dass sie eine Hinterlist vorhaben. Wer da? Stehen bleiben oder wir schießen. Parlamentär! Wache zum Ausguck. Und was wollt ihr mit eurem Parlamentär? Captain Silver, Sir, möchte an Bord kommen und über die Bedingungen verhandeln. Captain? Na, das nenne ich eine schnelle Beförderung. Ich, Sir. Diese armen Jungs haben mich zu ihrem Captain gemacht, nachdem ihr, Sir, desertiert wart. Wir sind willens, uns mit euch zu einigen, wenn wir zu vernünftigen Bedingungen kommen können. Und ohne Widerwärtigkeiten. Ich verlange weiter nichts als euer Wort, Captain Smollett, dass ihr mich heil und gesund aus diesem Pfahlwerk hier wieder herauslasst und dass ich eine Minute habe, bevor ein Gewehr abgefeuert wird. Ich habe nicht das geringste Verlangen, mit euch zu reden. Wenn ihr mit mir reden wollt, so könnt ihr kommen und damit fertig. Wenn es irgendeine Verräterei gibt, so wird sie auf eurer Seite sein. Hoho! Das genügt, Captain. Ein Wort von euch genügt. Bleib hier, John! Silver hatte eine harte Arbeit, den Abhang hinaufzukommen. Zwischen den dicken Baumstümpfen und in dem losen Sand des steilen Hügels war er mit seiner Krücke so hilflos wie ein steuerloses Schiff. So, da seid ihr hier. Es ist wohl am besten, wenn ihr Platz nehmt. Ihr wollt mich nicht hereinkommen lassen. Es ist ganz gewiss ein verdammt kalter Morgen, Sir, so im Freien auf dem Sande zu sitzen. Na, Silver, wenn es euch genügt hätte, ein ehrlicher Mann zu bleiben, hättet ihr in eurer Kombüse sitzen können. Ihr seid entweder mein Schiffskoch, und als solcher wurdet ihr anständig behandelt, oder ihr seid Captain Silver, dann könnt ihr euch hängen lassen. Schön, Captain. Ach. Ihr werdet mir die Hand reichen müssen, damit ich wieder hochkomme. Ein recht nettes Plätzchen habt ihr hier.
Ah, da ist ja Jim. Guten Morgen, Jim. Doktor, euer ergebener Diener. Na, dann sind ja alle beisammen, wie eine glückliche Familie. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, so sagt es gleich. Ihr habt recht, Captain. Pflicht ist Pflicht. Gewiss. Na, dann hört zu. Das gestern ein guter Streich. Ich will auch nicht leugnen, dass einige von meinen Leuten einen kleinen Schrecken bekamen. Vielleicht bekamen sie alle einen. Vielleicht bekam ich selber einen Schrecken. Vielleicht ist das der Grund, warum ich hier bin, um über eure Bedingungen zu sprechen. Aber ich werde das nicht ein zweites Mal tun. Wir werden einen Postendienst einrichten müssen und ein bisschen sparsamer mit dem Rum umgehen. Vielleicht denkt ihr, wir hätten alle einen kleinen Sitzen gehabt. Aber ich sage euch, ich war nüchtern. Wenn ich eine Sekunde früher aufgewacht wäre, hätte ich euch dabei gefasst. Er war noch nicht tot, als ich zu ihm kam. Nun? Na, also die Sache ist so. Wir wollen den Schatz haben und wir kriegen ihn. Das ist für uns die Hauptsache. Ihr möchtet ebenso gerne euer Leben retten. Ihr habt eine Karte, nicht wahr? Es mag wohl sein. Oh, ihr habt eine, das weiß ich. Wir wissen ganz genau, was ihr zu tun beabsichtigt. Und wir machen uns nichts daraus. Denn jetzt, seht mal, könnt ihr gar nichts tun. Die Sache läuft so. Gebt uns die Karte und im Gegenzug schlitzen wir euch nicht mehr die Kehle auf, wenn ihr schlaft. Entweder kommt ihr zu uns an Bord, sobald der Schatz auf dem Schiff ist, und dann gebe ich euch mein Ehrenwort, euch irgendwo, wo ihr wollt, heil und gesund an Land zu setzen. Oder wenn euch das nicht passt, ihr könnt auch hier bleiben. Wir teilen alle Vorräte, Mann für Mann. Etwas Besseres könnt ihr nicht erwarten. Und ich hoffe, dass alle Leute im Haus meine Worte vernehmen. Denn was ich einem sage, gilt für alle. Ist das alles? Mein allerletztes Wort zum Donner. Sehr schön. Jetzt hört, was ich euch zu sagen habe. Wenn ihr, einer nach dem anderen, einzeln unbewaffnet hier heraufkommt, so will ich mich verpflichten, euch alle in Eisen zu legen und euch nach England zu bringen. Ihr könnt den Schatz nicht finden. Ihr könnt das Schiff nicht segeln. Unter euch ist kein einziger imstande, das Schiff zu führen. Das Schiff liegt fest, Mr. Silver. Ihr liegt an einer Leeküste und ihr werdet schon sehen. Ich werde euch eine Kugel in euren Wanst jagen, wenn ich euch noch einmal sehe. Reicht mir eine Hand, dass ich aufstehen kann. Ich denke nicht daran. Wir werden euch in eurem Blockhaus ausräuchern. Junge, weißt du, wovon er gesprochen hat? Ben Gunn muss ihnen in der Nacht einen Besuch abgestattet haben. Jedenfalls haben wir es mit einem Mann weniger zu tun. Hawkins, du bist ein kluges Köpfchen. Sie werden uns angreifen. Wahrscheinlich sogar noch in der nächsten Stunde. Hol sie der Teufel. Das ist so langweilig wie Flaute. Verzeiht, aber ich soll feuern, sobald ich jemanden sehe, nicht wahr? Das sag ich doch. Ja, um Gottes Willen. Habt ihr ihn getroffen? Nein, Sir. Lade sein Gewehr, Jim. Wie viele sind auf eurer Seite, Doktor? 3. Und auf eurer Seite, Squire? 4 oder 5. Sie greifen von Norden aus an. Bleibt alle auf euren Posten. Falls eine Scharte unbesetzt ist, werden sie uns in unserer eigenen Festung niederschießen. Die Angreifer kletterten mit affenartiger Behendigkeit über den Zaun. Der Squire feuerte mehrmals und 3 von ihnen fielen. Die anderen rannten mit Geschrei auf das Blockhaus zu und fielen über sie her. Nehmt die Säbel ums Haus herum. Alles ging so schnell, dass Jim kaum seinen Säbel zücken konnte. Im Nu war der Kampf vorbei. Der Rauch verzog sich.
und sie sahen auf den ersten Blick, welchen Preis sie für den Sieg bezahlt hatten. Hunter lag betäubt neben seiner Schießscharte. Joyce lag an der seinigen. Er war durch den Kopf geschossen und rührte sich nicht mehr. Der Squire stützte den Captain, einer bleicher als der andere. Ihr seid verwundet, Captain. Ihr seid ein verdammt guter Schütze. Sind Sie davon? Alle, die es konnten, das könnt ihr mir glauben. 5 von ihnen werden nie wiederkommen. So sind wir 4-9. Lasst mal sehen, Captain. Die Wunden des Captains waren schwer, aber nicht lebensgefährlich. Eine Kugel hatte das Schulterblatt zerschmettert und seine Lunge gestreift. Und eine weitere einige Muskeln in der Wade zerrissen. Ihr werdet mit dem Leben davonkommen, Captain. Aber ihr dürft nicht aufstehen oder euren Arm bewegen. Und wenn möglich auch kein Wort sprechen. Hunter starb noch in der Nacht. Im Blockhaus war es so heiß, dass man fast darin erstickte. Jim schrubbte das Blut vom Boden, als Dr. Livesey hereinkam, um seinen Hut und seine Pistole zu holen. Ihr geht aus? Ihr werdet zu ihm gehen, nicht wahr? So sieht es aus. In Jim stieg Ekel vor dem vielen Blut auf. Und er begann, Dr. Livesey um seinen Spaziergang im Wald zu beneiden. Während er im stickigen Haus festsaß, konnte der Doktor Ben Gunn im kühlen Schatten der Bäume einen Besuch abstatten. Als die Männer nicht auf ihn achteten, schlüpfte Jim zwischen den Pfählen ihres Versteckes hindurch und rannte durch den Wald. Er wusste, dass sie ihm niemals erlaubt hätten, das Pfahlwerk zu verlassen. Zur Sicherheit hatte Jim sich mit einem Messer und 2 Pistolen bewaffnet. Unter der weißen Klippe fand Jim Ben Gunns Boot. Ein plumper Rahmen aus zähem Holz mit Ziegenfellen überzogen. Und sogar für Jim war das Boot recht klein. Der Vorteil war jedoch, dass es so leicht war, dass er es ohne Probleme an den Strand transportieren konnte. Zu Wasser merkte Jim, wie kompliziert es war, mit einem solch eigensinnigen Korb zu navigieren. Er paddelte so stark er konnte. Jedoch war es die Strömung, die ihn hin zu Hispaniola brachte. Bald lag Jim vor der Reling und kriegte das Ankertau zu fassen. Ein einziger Schnitt mit seinem Messer und die Hispaniola musste von dem Strom abtreiben. Wenn er das straff wie eine Bogensehne gespannte Ankertau durchtrennte, würde die Zugkraft ihn vermutlich wie der Tritt eines Pferdes erwischen. Bei einer Bewegung des Schiffes durch einen Windstoß lockerte sich das Tau und Jim holte schnell sein Matrosenmesser hervor, öffnete es mit seinen Zähnen und durchschnitt einen Strang nach dem anderen. Du hässlicher Sohn eines Hundes! Was hast du gemacht? Von der Kajüte hörte Jim die übrigen Piraten. Einer von ihnen war der Bootsmeister Israel Hans und ohne Zweifel war er völlig betrunken. Viele konnten es jedoch nicht sein. Die meisten waren auf der Insel in dem Lager und vermutlich noch immer von dem Gefecht geschwächt. Augenblicklich wurde das Boot von einer Woge ergriffen und vor den Bug des Schiffes getrieben. Mit dem kleinen Boot würde es aus sein, sollte es zu einer Kollision kommen. Er paddelte wie ein Verzweifelter und stieß sich immer wieder vom Schiff ab. Dabei bekam er irgendwann ein Tau zu fassen und als er merkte, dass es seinem Gewicht standhielt, zog er sich mit aller Kraft an der Bootswand hinauf, bis er einen Blick in die Kajüte werfen konnte. In der Kajüte sah er Hans und O'Brien in einem Kampf auf Leben und Tod. Jim sprang zurück in sein Boot, legte sich flach auf den Boden und schloss die Augen.
Dennoch konnte er in diesem Augenblick nichts weiter sehen als diese beiden Gesichter. 15 Mann auf des Totenmanns Kiste. Trotz seiner Angst überkam ihn eine eigenartige Betäubung. Die Wellen wiegten das kleine Boot und Jim überließ seine Seele seinem Schöpfer. Als Jim erwachte, war es heller Tag. Die Sonne hing hoch über dem Fernrohr und das Boot trieb etwa eine Viertelmeile vor der Küste. Jim drehte sich um und sah die Hispaniola vor sich, keine halbe Meile entfernt. Das Schiff trieb hin und her und jedes Mal klatschte das Großsegel an den Mast. Jim wurde klar, dass niemand steuerte. Aber wo waren die Piraten? Er begann, an den steuerlosen Schoner heranzupaddeln. An Deck lag Israel Hands, an das Bollwerk angelehnt. Das Kinn war auf die Brust gesunken. Doch er war nicht tot. Melde mich an Bord, Mr. Hands. Rum! Zum Donner, das hatte ich nötig. Was machst du hier? Oh, ich bin an Bord gekommen, um vom Schiff Besitz zu ergreifen, Mr. Hands. Und ihr? Bis auf Weiteres so gut sein, mich als euren Kapitän anzusehen. Ach, und ich werde diese Flagge leider über Bord werfen müssen. Captain Hawkins, ich nehme an, ihr werdet jetzt wohl gerne an Land wollen. Pass auf, du gibst mir Essen und Trinken. Und einen alten Lappen, um meine Wunde zu verbinden. Und ich werde dir dafür sagen, wie du steuerst. So ist es wohl recht und billig, denke ich. Ich habe nicht die Absicht, zu Captain Flints Ankergrund zurückzusegeln. Ich werde sie in der nördlichen Bucht auf den Strand laufen lassen. Ich bin doch kein gottverdammter Schafskopf. Habe doch Augen im Kopf, nicht wahr? Du hast mir den Wind abgelaufen. Ich habe ja keine Wahl. Also machten sie ihren Handel ab. Binnen 3 Minuten segelte die Hispaniola leicht vor dem Winde, längs der Küste der Schatzinsel, und sie hatten gute Hoffnung, noch vor Mittag um die Nordspitze herumzukommen. Da konnten sie den Schoner sicher auf den Strand laufen lassen und dann warten, bis das Wasser so weit abgelaufen war, dass Jim an Land gehen konnte. Er verband Israel den klaffenden Messerstich, den er in den Oberschenkel bekommen hatte, und er begann sichtlich, sich zu erholen. Das ist ein unglückliches Schiff, diese Hispaniola. Hier sind eine Masse Leute totgemacht worden. Was meinst du? Ist ein toter Mann richtig tot oder kommt er nochmal wieder? Vielleicht sieht er ja zu, was wir hier treiben. Geister gelten nicht viel nach allem, was ich gesehen habe. Jim. Möchtest du nun so gut sein, mal in die Kajüte hinunterzugehen und mir ein... Ach, Himmel, Donnerwetter, ich kann nicht auf den Namen kommen. Einerlei. Hole mir eine Flasche Wein, Jim. Einerlei, wie er heißt. Dieser Branntwein hier ist zu stark für meinen Kopf. Jim war klar, dass Hans nur beabsichtigte, dass Jim vom Deck herunterginge. Aber welchen Zweck verfolgte er damit? Ich bringe euch einen Portwein, ja? Aber es kann sein, dass ich danach suchen muss. Jim polterte so laut er konnte die Kajütstreppe hinunter, lief leise den Verbindungsgang entlang, stieg die Leiter des Vorderkastells hinauf und steckte seinen Kopf aus der Vorderluke heraus. Der Schaluppmeister hatte sich umgedreht und sich auf Hände und Knie aufgestützt. Trotz der Verletzung schleppte er sich recht schnell über das Deck und zog aus einem Tauring einen langen Dolch heraus, den er hastig in der Brusttasche seiner Jacke verbarg. Dann kroch er wieder zu seinem Platz zurück. Israel konnte sich bewegen. Er war bewaffnet und er plante, auf Jim loszugehen. Jim griff die erstbeste Flasche Wein und erschien mit dieser wieder auf Deck.
Hans lag so zusammengesunken da, wie Jim ihn verlassen hatte. Hier. Auf gut Glück. Ihr braucht bloß meine Befehle auszuführen, Captain Hawkins. Und wir segeln glatt in die Bucht hinein. Die Einfahrt zum nördlichen Ankergrund war schmal und seicht, sodass der Schoner vorsichtig gesteuert werden musste. Hans war ein ausgezeichneter Lotse, doch Jim musste stets an den blutigen Dolch in seiner Brusttasche denken. Hier ist eine wunderschöne Stelle, um ein Schiff auf den Strand zu setzen. Und wenn wir sie auf dem Strand haben, sollen wir sie dann wieder herunterkriegen? Oh, das ist ganz einfach. Du gehst mit einer Leine an Land, da ans Ufer, wenn das Wasser niedrig ist. Du legst die Leine um eine von den großen Fichten. Du kommst wieder mit ihr aufs Schiff, legst sie um die Ankerwinde herum und wartest ganz einfach ab, bis die Flut kommt. Kommt hohes Wasser, so ziehen alle Mann an der Leine und los kommt das Schiff. Jim legte mit aller Kraft das Steuerruder herum, die Hispaniola schwang sich mit einem Ruck herum und sauste auf die niedrige Waldküste los. Hans ging mit einem Dolch in der rechten Hand auf Jim los. Der ließ das Steuerruder los, das mit einem scharfen Ruck leewärts flog, und die Ruderpinne traf Hans gegen die Brust und warf ihn für einen Augenblick zurück. Jim zog eine Pistole aus der Tasche und zielte kaltblütig. Noch einen Schritt näher und ich schieße euch eine Kugel in den Kopf! Jim, ich rechne, wir haben uns alle beide festgefahren, du und ich, und werden einen Vergleich schließen müssen. Ich hätte dich gekriegt, wenn ich der Stoß gekommen wäre. Aber ich habe ja nun mal kein Glück. Und ich rechne, ich werde die Flagge streichen müssen. Und das ist ein hartes Ding für einen alten, seebefahrenen Schaluppenmeister, einem Jüngelchen gegenüber, wie du es bist, Jim. Da warf er plötzlich seine rechte Hand über die Schulter. Und Jim war mit der Schulter an den Mast gespießt. In dem Augenblick der Überraschung hatte Jim den Abzug seiner Pistole gedrückt und sie fiel ihm aus der Hand. Sie fiel nicht allein. Jim weidete sich an den Gedanken, zum Blockhaus zurückzukehren und seine Heldentaten zu verkünden. Vielleicht konnte er wegen seiner Waghalsigkeit einen kleinen Tadel bekommen. Aber die Zurückeroberung der Hispaniola war eine Antwort, die jeden Mund schließen musste. Vergnügt ging er auf das Blockhaus zu. Es war inzwischen tiefe Nacht geworden. Am Pfahlwerk regte sich keine Seele, und Jim kletterte unbemerkt über die Palisade. Wer da ist? Ah, wenn das nicht Jim Hawkins ist. Hawkins! Hol mich der Kuckuck. Ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, was? Sehr freut. Meine Herren, ihr könnt euch gern wieder entspannen. Mr. Hawkins verlangt nicht, dass ihr vor ihm stramm steht. Und du, Jim, bist eine angenehme Überraschung für den alten John. Wo sind der Doktor? Und Smollett und die anderen. Den würde ich lieber aus dem Weg gehen. Die waren ziemlich sauer, dass du dich einfach so aus dem Staub gemacht hast. Sie leben also? Ja, aber sie wollen dich nicht mehr zurück. Und solange du nicht allein eine dritte Schiffsmannschaft aufmachen willst, und glaub mir, das wäre auf die Dauer ziemlich einsam, wirst du wohl zu Captain Silver gehen müssen. Was? Ich bin ganz und gar dafür, dass man sich im Guten einigt. Also, wenn's dir passt, dann trittst du bei mir ein. Und wenn nicht, oh, Jim, dann steht es dir natürlich frei, Nein zu sagen. Muss ich antworten? Mein Junge, kein Mensch zwingt dich. Nun, wenn ich mich entscheiden soll, dann habe ich doch sicher das Recht zu wissen, was hier los ist. Warum seid ihr hier und wo sind meine Freunde? Was los ist? Tja, wer das wüsste... Du hältst deine Klappe, bis du was gefragt wirst, mein Freundchen. Gestern Morgen
kam dein Doktor mit einer weißen Flagge zu uns und sagte, ihr seid angeschmiert, euer Schiff ist weg. Und so war's auch. Hab nie einen Haufen Schafsköpfe so dumme Augen machen sehen. Und so haben wir getauscht, er und ich. Und wir haben das Blockhaus und Essen und den Branntwein bekommen. Alles unser. Von der Mastspitze bis zum Kiel. Und dafür haben wir die anderen ausziehen lassen. Das ist alles? Na, das ist alles, was du zu hören kriegen wirst. Und jetzt muss ich wählen. Jetzt musst du wählen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich wäre ein Dummkopf, wenn ich nicht genau wüsste, was mich erwartet. Ich habe zu viele Menschen sterben sehen. Aber vorher will ich euch noch was sagen. Ihr seid echt übel dran. Schiff verloren, Schatz verloren, Mannschaft verloren. Und wisst ihr, wem ihr das alles zu verdanken habt? Mir. Ich war in der Apfeltonne und habe euch belauscht. Und die verschwundene Hispaniola? Das war auch ich. Ich habe das Ankertor durchgeschnitten und das Schiff an einen Ort gebracht, an dem ihr es nicht finden werdet. Ich habe so wenig Angst vor euch wie vor einer Fliege. Tötet mich, wenn ihr Lust habt. Aber wenn ihr mich am Leben lasst, dann will ich euch vor Gericht als Zeuge verteidigen, so gut es geht. Nicht ich habe eine Wahl, ihr habt sie. Entweder ihr tötet mich, oder ihr lasst mich am Leben und bewahrt euch dadurch einen, der euch vom Galgen retten kann. Silver, ich glaube, ihr trefft hier die Entscheidung. Falls es zum Schlimmsten kommt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr dem Doktor sagen könntet, was ich euch gesagt habe. Ich will dran denken. Barbecue, wir haben mit diesem Jungen noch ein Hühnchen zu rupfen. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist, George Mary? Vielleicht denkst du, du wärst der Captain, ja? Komm mir in die Quere und du gehst dahin, wo ich schon einige gute Männer vor dir hingeschickt habe. Darauf kannst du Gift nehmen. Aber George hat recht, John. Will einer von euch was von mir? Los, raus damit! Ihr seid doch nicht stumm! Na okay, außer dir. Wer was braucht, kann es kriegen, ja? Ich bin bereit. Wer den Mut hat, soll sein Säbel nehmen. Und ich werde trotz meiner Krücke die Farbe seiner Eingeweide sehen, ehe ich meine Pfeife aufgeraucht habe. Eine nette Gesellschaft seid ihr. Aber vielleicht versteht ihr ein Wort, wenn ich es deutlich ausspreche. Ich bin der Captain, weil ihr mich erwählt habt. Ich bin hier der Captain, weil ich bei weitem der beste Mann bin. Ihr wollt nicht fechten, wie es Glücksgentlemen tun sollten? Dann beim Donner sollt ihr gehorchen. Mir gefällt dieser Junge. Er ist mehr Mann als alle von euch Ratten hier in diesem Haus. Den will ich sehen, der ihn anrührt. Was ist? Ihr scheint ja eine Menge zu sagen, zu haben. Also los, raus damit! Barbecue, diese Mannschaft lässt sich nicht gerne anschnauzen. Wir verlangen das Recht, uns draußen zu beraten. Ja. Die Kerle da draußen sind alle Schafsköpfe und Feiglinge. Ich werde dich vor ihnen retten. Aber hörst du, Jim? Eine Hand wäscht die andere. Dafür rettest du den alten Long John vorm Galgen. Ich werde tun, was ich tun kann. Also abgemacht? Auch einen Schluck Branntwein? Nein, danke. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wieso hat mir der Doktor auch Flints Karte überlassen, Jim? Er hat was? Tja, er hat sie mir gegeben. Da ist sicher ein Haken bei, oder? Irgendwas hat er damit im Sinn. Spürst du das, Jim? Es zieht eine Brise auf. Gib schon her, mein Junge. Ich werde dich nicht fressen. Aha. Der schwarze Fleck. Und was steht hier? Abgesetzt. Sehr schön geschrieben, keine Frage. Lass das Geschwätz, John Silver. Deine Mannschaft hat dir den schwarzen Fleck geschickt. Dankeschön, George. Du warst immer fix in Geschäften. Deine Handschrift? Sieh mal an.
Sollte mich gar nicht wundern, wenn du bald Captain würdest. Wärst du so nett, mir nochmal die Pfeife anzuzünden? Hör mal, du bist ja ein großer Spaßvogel. Ich dachte, du kennst die Regeln. Ich bin immer noch euer Captain, merkt euch das. Ich bleib hier sitzen, bis ihr mit euren Beschwerden rauskommt. Und bis dahin ist euer schwarzer Fleck kein Zwieback wert. Mach dir nur keine Sorgen, wir sind alle einig. Erstens hast du diese Kreuzerfahrt verpfuscht. Zweitens hast du den Feind für nichts und wieder nichts aus dieser Falle herausgelassen, in der er saß. Drittens hast du uns versprochen, sie zu überfallen. Und dann, viertens, diesen Jungen hier. Ich habe diese Kreuzerfahrt verpfuscht? So? Nun, ihr alle wisst, dass wir noch heute an Bord der Hispaniola wären, wenn es so gemacht worden wäre, wie ich es haben wollte. Nun, wer begann diesen Tanz? Das waren Hans und du, George Mary. Und du hast die Unverschämtheit, hier aufzutreten und den Captain spielen zu wollen? Und zu dem Jungen da. Ist er nicht eine Geisel? Sollten wir vielleicht eine Geisel totschlagen? Er kann vielleicht das letzte Mittel zur Rettung sein. Und warum ich den Tausch gemacht habe? Ihr kamt auf euren Knien zu mir herangerutscht. Solche Angst hattet ihr. Und vielleicht habt ihr vergessen, dass der Doktor morgen vorbeikommen wird, um nach den Verwundeten zu sehen. Aber das sind bloß Nebensachen. Warum ich den Tausch wirklich gemacht habe? Darum. Die Karte. JF und ein Schnörkel drunter. Aber wie sollen wir den Schatz nach Hause bringen? Wir haben kein Schiff. George Mary, ich warne dich, noch ein Wort. Wie wir mit dem Schatz wegkommen sollen? Tja, woher soll ich das wissen? Das hättest du mir sagen sollen, du und Hans, die mich um meinen Schoner gebracht haben zum Kuckuck. Aber du kannst es mir nicht sagen. Hast ja nicht so viel Hirn wie eine Küchenschabe. Wenn wir auf Silver gehört hätten... Genau. Ihr habt ein Schiff verloren. Wer ist wohl der bessere Mann, ha? Wählt, wen ihr wollt zum Captain. Ich hab's satt. Barbecue. Barbecue auf ewig. Auf ewig. Barbecue bleibt unser Captain. So bläst der Wind auf einmal aus dem Loch. George, du wirst wohl noch etwas warten müssen, mein Freund. Du bist heute Nacht auf Wachposten. Und wenn du nicht die ganze Nacht beide Augen offen hältst, dann bringe ich dich um. Block aus Ahoi! Hier ist der Doktor! Ihr Doktor! Schönsten guten Morgen in aller Herrgottsfrühe! Mit euren Patienten steht's gut, Doktor. Alle wohl und munter. Wir haben auch eine kleine Überraschung für euch. Wir haben einen kleinen Gast hier, frisch und munter wie eine Fiedel. Hat geschlafen wie nach zwei Flaschen Rum. Dicht an der Seite vom alten John. Jim? Jim, wie er leibt und lebt. Erst die Pflicht und dann das Vergnügen. Erst möchte ich mir eure Patienten ansehen. Dr. Livesey trat ins Blockhaus ein. Er benahm sich, als wäre gar nichts vorgefallen. Als wäre er immer noch Schiffsarzt und die anderen pflichttreue Leute vor dem Mast. Nun, für heute wäre es erledigt. Und jetzt möchte ich ein paar Worte mit dem Jungen sprechen. Nein! Ruhe! Jim Hawkins, habe ich dein Wort, dass du wiederkommen wirst? Mein Wort. Dann, Herr Doktor, stellt euch auf die eine Seite von den Palisaden da. Und meine Grüße an Smollett und den Squire. Langsam, Junge, langsam. Die Schafsköpfe würden sofort über uns herfallen, wenn sie denken, dass wir es eilig haben. So, Doktor, hört gleich gut zu, wenn der Junge euch erzählt, wie ich sein Leben gerettet habe. Wenn ein Mann so nah am Wind steuert wie ich, dann würdet ihr es vielleicht nicht für zu viel halten, ihm ein gutes Wort zu geben, oder? Denkt daran, dass es jetzt nicht nur um mein Leben geht, sondern auch um das des Jungen. Silver, ihr habt doch keine Angst.
Doktor, ich bin kein Feigling. Aber ich gestehe offen, mir klappern die Gebeine, wenn ich an den Galgen denke. Ihr seid ein guter Mensch und ein aufrichtiger. Und ihr werdet nicht vergessen, was ich Gutes getan habe. Ebenso wenig, wie ihr das Böse vergessen werdet. Ich gehe auf die Seite und lasse euch mit Jim allein. Und auch das werdet ihr mir auf die gute Seite schreiben. Denn es ist eine lange Rechnung. Ja, das ist es. Ich kann es nicht übers Herz bringen, dich zu tadeln. Aber eins will ich dir sagen. Als Captain Smollett gesund war, da hättest du nicht an Land gehen dürfen. Aber als er krank war und dich nicht daran hindern konnte, das war feige. Doktor, ich habe mir selber schon genug Vorwürfe gemacht. Ich wäre tot, wenn Silber nicht für mich eingetreten wäre. Vielleicht hätte ich es sogar verdient zu sterben. Aber was mir Angst macht, ist Folter. Jim, rede nicht so einen Unsinn. Komm herüber. Wir laufen so schnell wir können. Ich habe mein Wort gegeben. Ich weiß. Aber daran ist jetzt nichts zu ändern, Jim. Ich kann dich nicht hierbleiben lassen. Komm, ein Sprung und du bist draußen. Nein, ihr würdet so etwas nicht tun. Ihr nicht und der Squire und Captain Smollett nicht. Und ich tue es ebenso wenig. Ich habe Silver mein Wort gegeben. Ich habe die Hispaniola geholt. Und sie liegt in der Nordbucht am südlichen Strand. Immer bist du es, der unser Leben rettet. Denkst du, wir werden dich sterben lassen? Nun, ich hoffe, ihr hattet genug Zeit zum Plaudern. Silver, such den Schatz nicht zu schnell. Nun, Doktor, ich tue mein Möglichstes. Aber ich kann mein Leben und das des Jungen nur dadurch retten, dass ich nach dem Schatz suche. Nehmt euch in Acht vor Böen, wenn ihr ihn findet. Was ihr vorhabt, das weiß ich nicht. Aber das hier ist zu viel. Sagt mir, was vor sich geht. Nein, ich habe nicht das Recht mehr zu sagen. Aber ich will euch ein bisschen Hoffnung geben, Silver. Wenn wir beide heil und gesund herausgehen, will ich mein Bestes tun, euren Hals zu retten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Haha! Etwas Schöneres hättet ihr nicht sagen können, Doktor. Haltet den Jungen dicht an eurer Seite. Bis bald, Jim. Silver? Doktor? Ich habe gesehen, wie der Doktor versucht hat, dich zu überzeugen. Seine Gesten waren so deutlich, als hätte er es gerufen. Du bist der erste Hoffnungsschimmer seit diesem verdammten fehlgeschlagenen Angriff. Und jetzt, Jim, werden wir auf Schatzsuche gehen müssen. Und du und ich werden zusammenhalten. Rücken an Rücken sozusagen. Matrosen, es ist ein Glück für euch, dass ihr Barbecue habt. Sie haben das Schiff. Wo sie es haben, weiß ich noch nicht. Aber wenn wir bloß erst den Schatz gefunden haben, brauchen wir nur noch die Insel abzustreifen, um das Schiff zu finden. Und wir haben die Oberhand. Was nun unsere Geisel hier anbetrifft, so denke ich, das war wohl das letzte Wort, das er mit seinen Freunden gesprochen hat. Sobald wir den Schatz und das Schiff haben und wieder auf See sind, na, dann wollen wir mal über Mr. Hawkins sprechen und ihm seinen Anteil geben. Für all seine Freundlichkeit. Jim war sich sicher, dass Silver Reichtum und Freiheit bei den Piraten der bloßen Rettung vor dem Galgen vorziehen würde, wenn er eine Wahl bekäme. Und wenn er sein Wort halten würde, müssten sie gegen die anderen kämpfen. Ein Einbeiniger und ein Junge. 15 Mann auf des Totenmanns Kiste. Yo, ho, ho. Ja, und dann wollen wir rum. Silver hatte sich zwei Musketen umgehängt. Außerdem trug er an seinem Gürtel noch den breiten Entersäbel und in jeder Tasche seines breiten Rockes eine Pistole. Jim folgte Silver wie ein Tanzbär. Er hatte ihm einen Strick um den Bauch gebunden und führte ihn. Großer Baum. Staffel des Fernrohrs, Nord-Nordost bei Nord. Skelettinsel, Ost-Südost bei Ost, 10 Fuß. Das muss auf der Hochebene liegen.
An vielen Stellen der Hochebene stieg ein Baum 40 oder 50 Fuß hoch über seine Nachbarn empor. Und welcher von diesen Bäumen jener große Baum des Flint war, das ließ sich nur an Ort und Stelle entscheiden. Sie wandten sich nach links und stiegen die Anhöhe hinauf. Ah! Er war ein Seemann. Das ist gutes Schiffertuch. Das will ich wohl meinen. Du willst wohl kaum glauben, hier einen Bischof zu finden, ne? Aber wie liegen diese Knochen? Die Überreste eines Mannes lagen vollkommen gerade ausgestreckt da. Seine Füße wiesen in die eine Richtung, seine Hände zeigten die entgegengesetzte. Das ist ein Wegweiser, der zur Spitze der Skelettinsel zeigt. Ost, Süd, Ost bei Ost. Dies ist so recht einer von Flints Witzen. Weiter, Jungs! Auf der freien Hochebene war bequem zu gehen und sie kamen dem Fernrohr immer näher. Der erste von den großen Bäumen erwies sich nach der Feststellung mit dem Kompass als der falsche, ebenso der zweite. Der dritte Baum erhob sich fast 200 Fuß hoch in die Luft, ein Riese unter den Bäumen. Er musste von der See her, aus Westen wie aus Osten, in weiter Entfernung zu sehen sein. Der Baum. Beim Donner nochmal, beeil dich, Junge! Vor ihnen lag eine tiefe Grube. Sie war offenbar nicht in der allerletzten Zeit ausgehöhlt worden, denn ihre Ränder waren eingesunken und auf dem Boden war Gras gewachsen. Die 700.000 Pfund waren weg. Jim, nimm dies und pass auf, wenn's losgeht. Erreichte Jim eine doppelläufige Pistole. Sind das deine 700.000 Pfund? Du bist ja wohl der Mann, der sich aufs Täuschen versteht. Du bist der, der niemals was verpfuscht hat, du Schafskopf, du! Haha, grab nur, Jungens. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn ihr nicht ein paar Trüffel fändet. Hört ihr das? Ich sage euch, der Mann hat es längst gewusst. Seht ihm bloß ins Gesicht, da steht's geschrieben. Diesmal standen sie alle miteinander auf Marys Seite. Silver stand unbeweglich neben Jim, hoch aufgerichtet auf seine Krücke gestützt. Der alte Koppel und der Bengel, packt sie! Oh. Gib den Rum her, Darby. Hört ihr das? Darby. Ach. Gib den Rum her, Darby. Seine letzten Worte. Flint. Danke euch vielmals, Doktor. Sie kamen, denke ich, gerade im allerletzten Augenblick für mich und Hawkins. Hawkins! Nicht ich habe euch das Leben gerettet, Silver. Du also, Ben Gunn. Dass wir dich im Stich lassen mussten, tat mir eh nicht leid, Jim. Es war ein Glück für mich, dass ich dich bei mir hatte, Jim. Sie hätten den alten John in Fetzen schlagen lassen, ohne sich einen Augenblick darum zu bekümmern. John Silver? Ihr seid ein überlebensgroßer Schurke und Betrüger. Die Toten hängen an eurem Halse wie Mühlsteine. Danke euch, Sir. Verschont mich mit eurem Dank. Es ist eine schwere Pflichtverletzung, dass ich euch begnadige. Jim betrat die Höhle, die seinen Freunden als Unterschlupf gedient hatte. Es war ein großer, luftiger Raum mit einer kleinen Quelle. Der Boden bestand aus reinem Sand,
und in einer Ecke, die von der Glut des Feuers nur ab und zu erleuchtet wurde, erblickte Jim große Haufen von Münzen und aufgeschichteten Goldbarren. Flints Schatz! Dublonen, Guineen, englische, französische, spanische Münzen. Wie viele Menschenleben es gekostet haben muss, ihn anzuhäufen. Am nächsten Morgen gingen sie in aller Frühe an die Arbeit. Denn es war eine anstrengende Aufgabe, diese große Masse Gold beinahe eine Meile weit über Land an den Strand zu schaffen. Und von dort noch 3 Meilen zu Wasser bis auf die Hispaniola. Außerdem mussten Wasser und Ziegenfleisch und die anderen Vorräte an Bord geschafft werden. Dann lichteten sie den Anker und segelten aus der Nordbucht heraus. In einiger Entfernung waren am Strand noch ein paar Gestalten zu erkennen. Möge der Himmel mit ihnen sein. Nur 5 Menschen von allen, die auf der Hispaniola ausgesegelt waren, kamen auf ihr nach Hause. John Silver gelang auf mysteriöse Weise die Flucht. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Der gefährliche Seemann mit dem einen Bein ist spurlos aus meinem Leben verschwunden. Die Silberbarren und die Waffen liegen, soviel ich weiß, noch an derselben Stelle, wo Flint sie vergraben hat. Und meinetwegen sollen sie dort liegen bleiben. Ochsen und Wagenseil könnten mich nicht mehr auf diese verfluchte Insel bringen. Und meine schlimmsten Träume sind es, wenn ich die Brandung am Strande der Schatzinsel donnern höre. Oder wenn ich im Bett auffahre und Captain Flints gellende Stimme mir noch in den Ohren klingt. Jaster! Jaster! Des toten Manns Kiste. Jo, ho, ho. Und der Beutel voll rum. Sauf und du stehst auf des Teufels Liste. Jo, ho, ho. Und ne Beutel voll. Rum.